Schweine oder sonst irgendwas. Dein Ernst? Ich habe eine komplett verschissene Folge lang. Eine komplette Folge lang verschissen, irgendwelche Kühe zu finden und dann bist du hier? Also stirb. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Last Team Standing. Das ist jetzt aber wirklich die 17. genau. Und ich join jetzt auf den Server. Und wir sind tot. Gut. Es gab keine weiteren Kills. Wir sind letztes Mal stehen geblieben hier. Und zwar wollten wir weiterhin Diamanten finden. Und das machen wir hier auch gleich jetzt weiter. Denn ich möchte mir eigentlich ja ganz gerne eine Diamantrüstung machen. Und wenn wir Gold finden, ist das natürlich auch immer ganz vorteilhaft. Und damit sage ich schon mal Hallöchen zur 17. Folge. Ich kann nicht mehr reden, ne? Ich bin vollkommen verwirrt. Ich bin... boah. Scheiße. Okay, hier ist auf. Alter, ich höre hier richtig die Schritte so tap, tap. Wie in einem schlechten Horrorfilm. Ich hab dich, glaube ich, gesehen. Oh, hast dich verirrt? Ja, komm her, mein Kleiner. Ja, komm her. So. Ich mache jetzt einfach mal. Wir sind jetzt hier auf Höhe 14. Nee. Das müssen wir ändern hier. Auf Höhe 12. Los geht's hier. Okay, Erde. Das kann bedeuten, dass dahinter vielleicht eine Höhle ist. Man weiß es nicht, liebe Leute. Ja, ich möchte mich jetzt dann langsam mal auf einen Kampf vorbereiten. Aber wie ihr seht, wir haben nur eine Eisenrüstung. Zwar ein Schärfe 3 Schwert. Ja, das ist schon ganz gut. Und auch ein Stärke 3 Bogen. Aber ob wir da so trotzdem die Chancen haben, ich weiß es nicht. Ich bezweifle das so ein bisschen. Und deshalb möchte ich auch erstmal noch ein bisschen bessere Ausrüstung sammeln, bevor wir hier wieder richtig harte PvP-Action haben. Okay, ich hole das hier eigentlich mal raus. Ey, ich kann heute kein Deutsch mehr, was los mit mir? Ja, vorhin konnte ich noch so gut reden und jetzt... jetzt einfach alles hier verschwunden. Okay, hier unten gibt es also eine Redstone. Gehen wir mal tiefer. Ich grabe hier ungern auf Ebene 10. Nee, da fühle ich mich unwohl. Geh weg da. Wenn ich jetzt wüsste, wie wir da wieder wegkommen. Also ich gehe jetzt hier hoch. Dann kamen wir von hier unten. Ah, stopp. Genau, dann kamen wir von hier unten. Dann kamen wir von da. Dann kamen wir von da. Dann gucken wir mal, wo wir von hier gekommen sind. Oh nein. Ich finde nicht mehr hoch. Na toll. Ich weiß nicht mehr, woher wir gekommen sind. Oh Mann, Leute, wieso? Hier vielleicht? Hier oben sind auch so viele Gänge, ne? Ja, es ist, wenn jemand anderes hier dann aufnimmt und auf einer anderen Ebene gräbt wie ich, dann kann das schon mal passieren. Aber ich gucke hier nochmal ganz kurz in die Wände rein. Das macht mich einfach so geil, wenn ich da Diamanten sehe. Und deswegen möchte ich jetzt Diamanten haben. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch keine finden. Ich wollte eigentlich ja auch in den Nether gehen. Egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hoch. Wir haben jetzt keine Spitzhacke mehr. Wir könnten uns aber auf jeden Fall wieder eine machen. Also das wäre nicht das... Wieso bin ich so ein Trottel und setze es da einfach her? Wieso? Jetzt habe ich die Zeit nicht im Überblick. Ich mache das jetzt alles hier nach Gefühl. Also ich sag dann vom Gefühl her ja. Alter. Bin ich komplett dumm oder was? Es ist schon sehr, sehr spät, ja. Normalerweise sitze ich da und chill irgendwo und mache sonst irgendwas. Aber... ich bin schon sehr, sehr verwirrt heute und deshalb
War hier nicht irgendwo die Werkbank? Ah, hier ist auch ein Weg. So ein Tunnel. Okay. Nee. Nee. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns wir wieder mal eine Werkbank. Und die liebe Werkbank hilft uns nichts, weil wir nur einen Stick haben. Na toll, wir sind aufgeschmissen. Und jetzt habe ich das Holz auch noch für die Werkbank verbraucht. Das heißt, wir kommen nie wieder hoch. Nie wieder. Ich weiß es einfach nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß es einfach nicht. Habt ihr das gehört? Das war ein Hund. Ich habe den Aufgang gefunden. Oh, ich bin teilweise bin ich ja echt richtig blöd, dass ich das nicht finde. Aber der hat einen Hund, was? Er hat schon einen Hund gezähmt, lol. Das ging ja richtig schnell. Ging ja richtig schnell hier. So. Hoch. Alter Schwede, ist das hier anstrengend. Ich hoffe, ich habe noch genügend Holz in meiner Kiste. Sind wir jetzt dann auch bald mal oben? Ey, da muss ich mir echt was einfallen lassen hier, weil das ist ja unmöglich. Was? Wir haben eine Kuhfarm? Danke an die Person, die hier die Kühe geholt hat. Meinen vollsten Respekt. Super geil. Cool. Die tue ich auf jeden Fall jetzt gleich weiterentwickeln. Und zwar, ja genau, hier Weizen. Die tue ich weiterentwickeln und dann töte ich gleich hier eine. Stirb und stirb. Du gehst da weg. Geh weg da. Und du musst sterben. Ja, jetzt haben wir ein Leder bekommen. Und dann können wir auch noch eine hier mit töten. Und da kam kein Leder raus. Na toll. Ja, jetzt kann die hier nämlich groß werden. Wo zum Teufel hat der denn Kühe gefunden? Also muss ich mir die Folgen echt mal angucken, aber viele produzieren eben vor und ich nehme es direkt auf. Ich bin da nicht so ein Typ, der 500 Folgen lang vorproduziert. Nee. So ist das nicht. So. Weil ich mir denke, so, es sollte schon alles ein bisschen aktueller sein. Weil es gibt Leute im Projekt, da möchte ich jetzt ganz kurz nochmal drauf ansprechen. Und zwar die Pixels. Ja, die Pixels. Die heißen ja nicht Pixels. Die heißen die Pixels. Bei denen ist es so, die haben jetzt, glaube ich, bisher 5, 6 Folgen hochgeladen. Und aber schon bis Folge 16 und so weiter aufgenommen. Dann habe ich gesagt, so Leute, so geht das nicht. Ihr könnt nicht einfach, wisst ihr, die ganze Zeit aufnehmen und dann aber nichts hochladen, denn das ist irgendwie, ich gucke mir von anderen Leuten auch die Folgen an und dann, wenn man einfach sieht, in der Stadt ist was verändert worden, man weiß aber nicht was, weil die Personen die Folgen nicht hochladen, dann ist das immer so ein bisschen kritisch. Deswegen ist das Ganze hier so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber was ich jetzt tun möchte, ist erstmal hier Effizienz 3 zaubern. Okay, 6 Level. Das heißt, wir gehen jetzt in den Nether. Ja. Nein, wir gehen natürlich nicht in den Nether. Was denke ich mir überhaupt? Wir gehen hier raus und töten ganz normal irgendwelche Schweine oder sonst irgendwas. Dein Ernst? Ich habe eine komplett verschissene Folge lang. Eine komplette Folge lang verschissen, irgendwelche Kühe zu finden und dann bist du hier? Also stirb. Okay. Nee. Das geht einfach zu weit. Nein. Das geht zu weit. Eine komplette Folge lang suche ich, ja? Ich suche die ganze Zeit. Oh, wo sind Kühe? Bin über die Berge. Ich bin über den Bergen. Schon gegangen, wo die 7 Zwerge wohnen und dann steht hier einfach mal eine Kuh bei uns im Eingang. Fick dich, Kuh. Fick dich. Du bist einfach nur eine dumme, hässliche Schlampe. Das kann ich dir sagen. Ey. Boah, macht mich das aggressiv. Hier weit und breit keine Kuh. Aber du, ne? Du musstest da so provokant stehen. Selber schuld, ey. So, das ernte ich jetzt mal ab hier.
Dann kann ich nämlich wieder ganz viel anbraten. Das ist super hier. So. Da muss ich auch sagen, danke GoldblockTV, dass du so nett warst und uns hier wirklich eine tolle Farm gebaut hast. Danke, danke, danke. So. Nee, du bleibst draußen. So, hier mache ich jetzt noch ein bisschen Brot. Und hier kann ich noch ein bisschen Fleisch braten. Und ja, da mache ich mir hier gleich auch Papier. Und dann kann ich ja irgendwie so machen und so. Oh, ging das hier irgendwie nicht so? Das ging doch so. Warte mal, so. Nee. Ach so, konnte man auch ein Buch machen. Okay. Ja, dann mache ich halt so ein Buch. Gut, jetzt habe ich zwei Bücher, die ich jetzt auf Level 1 verzaubern werde. Zack, Stärke gut. Schutz auch ganz gut. Ich bräuchte aber was anderes. So. Ja, passt schon, Leute. Warte, ich muss kurz was probieren. Ah, okay. Wenn man das so zusammen, also so mit dem Rechtsklick so zusammenzieht, ich meine den Rechtsklick klickt, dann zieht man das so zusammen. Das wusste ich nie. Boah, Zombie, kannst du einfach mal deine verschissene Fresse halten? Das nervt. So, also, wir haben hier ein Stärkebuch und ein Schutzbuch. Und das Stärkebuch kommt hier dazu und das Schutzbuch kommt hier dazu. Dann haben wir noch ein Schärfen und zwei Effizienzbücher. Das ist gut. Dann würde ich gerne noch hier so. Und zwar würde ich gerne hier dann noch eine Truhe machen, in der einfach nur das ganze Verzauberungszeugs, dies, das kommt. So. Hierhin. Da möchte ich einfach die ganzen Verzauberungsbücher drin haben. Dann kann ich das alles so ein bisschen besser sortieren. Das Zuckerrohr und das Leder gebe ich dann da auch noch hinein. So, zack, 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 zack. Dann haben wir hier mal Schärfe. Hier oben dann die Schutzecke. So, Schutz. Hier unten die Effizienzecke und hier oben die Stärkeecke. Effizienz und Effizienz. Oh, das ist schon ganz gut. Denn wir können ja schon mal Schutz 2 machen, würde ich sagen. Kostet ja, glaube ich, nur 2 Level. Ich guck mal. Alter, wieso sind meine Sounds hier so laut? Ich verstehe das nicht. Moment. Nein. Ach so, ich muss das dann immer wieder umstellen. Och, Mann. Nee, muss ich nicht. Ich mache es jetzt mal auf 4%. Ja, das muss schon reichen hier. Ja, wie ihr seht, Leute, ich bin jetzt gerade ein bisschen eine verpeilte Runde, ja, weil ich einfach irgendwie, ich bin komplett verwirrt, weil ich bin einfach verwirrt, ja. Fragt einfach nicht, warum, ich bin einfach verwirrt. Ich bin auch heute eigentlich schon ein bisschen müde. Ich bin lange, lange wach gewesen und jetzt bin ich müde. Und jetzt haben wir hier noch ein Schutz-2-Buch, das kommt dann in unsere Schutzecke hier. Genau, was ich jetzt noch tun wollte und ich euch auch versprochen habe, ich werde Kisten sortieren, ja? Ich werde mir da hier so ein kleines Kistenlager irgendwie hier drin machen, hier. Ja? Hier drin werde ich mir jetzt so ein kleines Kistenlager machen, denn es nervt mich einfach nur zu Tode, dass es hier einfach nicht so klappt, wie ich das möchte. Zack, zack, zack. So, Licht. Ja, ich möchte einfach die Kisten mehr sortieren und einfach wissen, ja, okay, hier nehme ich jetzt gezielt was raus oder nicht, denn das nervt sonst ein bisschen. So würde ich sagen, mache ich das noch. Kann ich da noch eins machen oder bin ich dann... Okay, ne gut. Dann kann ich hier noch eine Ebene ausheben. Und dann bin ich auch, denke ich, schon draußen, weil hier ist ja auch schon ein Grasstück. Okay, dann muss ich das hier ein bisschen modifizieren hier, so. Denn ich möchte nicht, dass man in unser Zuhause reingucken kann. Geh weg. So.
Und ich mag es nicht so, wenn... Wisst ihr, wenn die Decke so niedrig ist, dann fühlt man sich so beengt. Und wenn es so schon groß ist, dann ist es einfach schon groß und weich und ja, toll. Habe ich gerade weich gesagt? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall. Zack. Ja, yeah, eine Kiste haben wir schon. Eine Kiste schon, ey. Unfassbar, unfassbar. Die Zauberkiste würde ich ganz gerne hier lassen. Die Kiste nehme ich mir gleich mal mit. So, das ist die Steinkiste. Ja, da kommt nur das ganze Stein rein, ja. Zack. Ich mache hier gleich noch eine Kiste. Am besten. So und so. Okay, wieder zwei Kisten gemacht. Ziemlich cool. So. Und dann stelle ich die hier hin. Und hier kommen einfach mal zack, 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 zack. Alles rein, was so mit Steine zu tun hat, ja. Also alles Steinzeugs. Und da ich ein Höhlenmensch bin, arbeite ich viel mit Steinen. Und meine Frames haben gerade ein paar Probleme. Was da los mit euch? Was da los? Wisst ihr noch, Leute, wo wir noch nach Zuckerrohr gesucht haben? Ey, das waren noch Zeiten. Lag nicht so rum, ne? Lag mich so rum, sonst bekommst du Probleme. Was wollte ich da jetzt machen? Genau. Ich wollte gucken, ob noch Holz da ist. 6, 7, 8 bräuchte ich für eine neue Kiste. Nee, ich baue einfach. Stopp. Ich baue einfach die Kiste hier ab. Okay. Nein, ich muss mich jetzt beeilen. Ich muss mich jetzt schnell beeilen. Ja, so, also zack. Also die kann man ja nicht so nebeneinander stellen. Auch so ein Mist. So ein Mist. Dann muss ich das jetzt schnell so machen. Es tut mir leid. Oh nee. Schnell zu hier. Das geht gar nicht. Da kommen ja die Monsters rein. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile schon bei 15 Minuten. Aber das Problem ist, ich habe noch gar nicht sortiert hier. Alles rein einfach. Alles rein, was hier so ist. Alles, was ich hier habe, alles rein hier. Und jetzt schnell aufsammeln, sonst sind die Sachen weg. Ich würde mich echt... Alter. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn jetzt die Sachen weg wären. So. Was da alles jetzt so in den Sachen reinkommt, das kann ich ja in der nächsten Folge dann sortieren. Aber da ich glaube, dass wir schon bei 16 Minuten sind, würde ich das gerne belassen. Hier ist mein schönes Bett. Ja, das ist wirklich schön. Ich gucke da jetzt noch ganz schön rein. Genau. 1, 2, 3... 1, 2, 3. Und jetzt wisst ihr was, Leute? Denn ich, Leute, ja, ich mag es heiß. Und deshalb möchte ich noch ein zweites Bett. Na? Ist da draußen irgendein geiler Höhlenmensch? Beziehungsweise eine Höhlenmenschin, die mit mir Abenteuer in diesem Bett bestreiten möchte? Nee, Spaß, Leute. Auf jeden Fall logge ich mich jetzt aus. Ich würde sagen... Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Ach ja, jemand hat mir noch in die Kommentare geschrieben, wenn du das hier siehst. Du hast mir in die Kommentare geschrieben, dass wenn man Rotten Flesh in den Ofen tut und das dann brät, dann kommt Leder raus. Das stimmt leider nicht. Zum Teil, denn das funktioniert leider nur in Hexit. Also, das funktioniert leider in Vanilla Minecraft ohne Modpacks nicht. Aber danke für deinen Kommentar. Ich habe mich sehr gefreut. So, ich würde sagen, haut rein und ciao.